In Gedenken an Margit Carstensen. Eine unvergessliche Darstellerin. Es ist mit großer Trauer, dass wir uns von Margit Carstensen verabschieden, einer herausragenden Schauspielerin, die während ihrer Karriere die Herzen der Zuschauer eroberte. Margit Carstensen wurde am 29. Februar 1940 geboren und verstarb am 1. Juni 2023. Ihr Ableben hinterlässt eine Lücke in der Film- und Theaterwelt, die nur schwer zu füllen sein wird. Margit Carstensen war eine Künstlerin von außergewöhnlichem Talent und beeindruckender Vielseitigkeit. Sie war bekannt für ihre Fähigkeit, sich in ihre Rollen hineinzufühlen und eine aufrichtige und tiefe Verbindung zu ihren Charakteren herzustellen. Ob auf der Bühne oder vor der Kamera, sie brachte jedes Mal eine intensive Leidenschaft und Hingabe in ihre Darstellungen ein. Ihre Zusammenarbeit mit dem renommierten Regisseur Rainer Werner Fassbinder war von besonderer Bedeutung und hat sowohl sie als auch ihn zu Größen der deutschen Filmgeschichte gemacht. In Filmen wie »Die bitteren Tränen der Petra von Kant« und »Angst essen Seele auf« zeigte sie ihre beeindruckende Bandbreite als Schauspielerin und ihre Fähigkeit, komplexe Emotionen und menschliche Abgründe darzustellen. Margit Carstensen war eine Künstlerin, die stets die Grenzen ihrer Kunst auslotete und keine Angst davor hatte, neue Herausforderungen anzunehmen. Ihre bemerkenswerte Leistungsfähigkeit spiegelte sich in ihrer beeindruckenden Filmografie wider, die über 5 Jahrzehnte reichte. Sie war eine Ikone des deutschen Films und wird für immer in den Erinnerungen der Menschen und in den Werken, in denen sie mitgewirkt hat, weiterleben. Neben ihrer schauspielerischen Karriere war Margit Carstensen auch als Lehrerin tätig und vermittelte ihre Kenntnisse und Erfahrungen an junge Schauspielerinnen und Schauspieler weiter. Sie wird nicht nur als herausragende Künstlerin, sondern auch als inspirierende Mentorin in Erinnerung bleiben. Mit dem Tod von Margit Carstensen verliert die Welt des Theaters und des Films eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ihr Talent, ihre Leidenschaft und ihr einzigartiger Beitrag zur Kunst werden für immer in unseren Herzen weiterleben. Wir werden sie vermissen und ihr Vermächtnis wird uns als Quelle der Inspiration dienen. In diesen schweren Stunden unseres Abschieds senden wir unser tiefstes Beileid an ihre Familie, Freunde und alle, die von ihrem Verlust betroffen sind. Mögen Sie Trost in den Erinnerungen an eine außergewöhnliche Frau finden und möge Margit Carstensen in Frieden ruhen. Die wahre Kunst ist unsterblich und lebt fort in den Herzen derer, die sie erleben.